So, da sind wir zurück. Ich habe jetzt gerade alle Aufgaben für euch fertig hochgeladen und ihr seht schon, was ich als Belohnung bekommen habe. Nämlich das komplette Neymar-Set ist jetzt fertig, vollständig. Und wenn ich jetzt auch ausrüsten gehe, natürlich auch in meinem Inventar. Ich habe ja gesagt, beziehungsweise habe schon gezeigt, wir brauchen dafür insgesamt genau 70 epische Aufgaben. Und wie bekommen wir die hin? Klar, die bekommen wir nur hin, wenn wir bis jetzt, Stand Tag heute, wirklich jede wöchentliche Aufgabe gemacht haben. Bedeutet halt wirklich jetzt inzwischen zweimal Ras besiegt, weil ansonsten ist das Ganze auch nicht möglich. War jetzt aber zum Glück, ging es ziemlich schnell und ist eigentlich in Anführungszeichen ziemlich simpel. Wir werden halt dafür belohnt, dass wir wirklich jede Woche hingehen und die wöchentlichen Aufgaben erledigen. Ihr seht schon, hier ist alles jetzt vollständig. Hier fehlt mir jetzt hinten nur noch dieser eine Skin. Und ich würde sagen, der Skin sieht schon nice aus. Wir gucken uns gerade nochmal den Kleider an. Müsste aber eigentlich genau derselbe sein, nur halt in der anderen Stilart. Hatte ich ja eben auch schon hochgeladen. Ja, das ist dann die Variante. Sieht wirklich nice aus. Also in Brasilien gefällt er mir wirklich besser als in der schwarzen Variante, oder? Ah, das ist schwierig. Schreibt es mal in die Kommentare. Welche Variante gefällt euch besser? Die brasilianische oder die schwarze Variante? Weil ich glaube, die anderen zwei Varianten, da sind wir uns einig, die sind nicht so besonders. Auch die hier, ja, na, ist nicht schlecht. Aber, na, ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich wollte euch halt wirklich nur die Info geben. Ihr bekommt den Brasilien-Skill-Stil, wenn ihr wirklich alle epischen Aufgaben abgeschlossen habt, die jeden Donnerstag rauskommen. Und dann bekommt ihr halt, wie gesagt, auch den Stil. Ihr müsst natürlich vorher Neymar freigeschaltet haben, aber ich denke mal, das dürfte logisch sein. Und ihr müsst natürlich einen Battle Pass haben. So, das waren jetzt alle Informationen soweit. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Freispielen und haut rein.